Ja, hallo meine Enthusiasten. Ja, herzlich willkommen heute wieder zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Heute das letzte Weihnachtsvideo in diesem Jahr. Natürlich auch heute mal ein bisschen leichte Kost für euch. Heute gibt es keine Anleitung oder keine Vorstellung von einem Produkt. Nein, ihr habt euch alle gewünscht. Ich habe immer ganz viele Zuschriften von euch bekommen, wo ihr euch gewünscht habt. Micha, schickt da mal ein paar Outtakes mit rein an die Videos hinten. Habe gesagt, okay, machst du zum Jahresende ein komplettes Video mit Outtakes, was alles so passieren kann, von Langeweile bis irgendwelchen Fails an so einem ganzen Drehtag, wenn manchmal schon so 8 Stunden gedreht wird, dann weiß man schon zum Schluss nicht mehr, was man vorher noch gesagt hat. Und das zeige ich euch heute. Am Ende des Videos gibt es natürlich auch wieder was zu gewinnen. Ich habe hier noch ein großes Paket und ein etwas kleineres Paket. Das gibt es ja zu gewinnen. Achtet unbedingt in Videos auf die kleinen Weihnachtswichtel, als kleiner Hinweis. Und dann zum Schluss des Videos sage ich natürlich, was es heute zu gewinnen gibt. Deshalb viel Spaß mit dem Video. Hallo meine Enthusiasten. Nochmal. Ja, hallo meine Enthusiasten. Ja, heute wieder ein spannendes. Ja. Ja, hallo meine Enthusiasten. Ja, heute nochmal wieder ein. So, also, ja, hallo meine Enthusiasten. Ja, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Heute wieder mit dabei einmal der Tarek. Ja, worum geht's heute? Wir machen heute ganz einfach das Golf. Nochmal. Ich habe die dritte. Ja, hallo meine Enthusiasten. Ja, herzlich willkommen heute zu einem neuen Video hier mit mir. Mit mir. Mit mir. Nochmal. Und zwar gibt es diesmal ein Set LED. Ja, Blinker. Blinker, nochmal. Ich wollte die nur hin. Alles gut, die kannst du ruhig machen. Jetzt hat er aufgehört, der Arsch. Schneiden wir mal mit rein. Ja, yes, danke. Ja, wie gesagt, wie ihr gesehen habt, nochmal. Text vergessen? Text vergessen, ja. Nochmal. Remix! Genau. Tarek, du musst jetzt die Dinger hochhalten, das ist deine Chance. Nein, hör auf, er hat doch mal kein scheißes Volk, wenn er zu lachen. Okay, nicht lachen, jetzt nicht lachen. Auf die Plätze fertig, los. Ja, wie? So, ja, zuerst ist natürlich Aussprecher. Hast du? Also, die sind echt stramm drin. Verstehst du mich, wa? Ob ich einfach nur. Also, wir haben gerade gehört, der Dustin, damit unter Umständen eure Fingerkuppen nicht so aussehen und die irgendwann kein Blut mehr rumkriegen und abfallen, fast unten im untersten Bereich einfach, wenn ihr den ersten Clip gelöst habt, hier an der, wo die Mulde drin ist von der Tür und fast leicht am Getränkehalter an und zieht hier leicht nach vorne, dann kriegt ihr die auch ab. Manche Clips hängen aber auch fest. Echt? Ist das so? Okay, gut, da kommt bestimmt dann so eine Schnellvariante in dem Film mit rein, wie bei den Wechsel. Naja, ja, auf jeden Fall. Da muss er sein. Auf der Suche nach Werkzeug. Micha bestimmt in der Tasche. Nein! Ich war nicht. Stimmt, er war wirklich nicht, ich schwöre. Mach erstmal ganz in Ruhe. Oder? Nur so. Das ist jetzt noch mehr. Wie? Ja, weil die übelst hell ist. Achso, dann. So ist besser. So ist okay, so ist okay. Ja. Kannst einfach losgehen, das filmt schon. Achso, filmt schon. Kannst du okay. Schneiden dann einfach. Gut, dann schneidet einfach. So, mal nochmal umdrehen. Genau. Uiuiuiui. Böse Nachbarn schon wieder mal einmal auf laut, leise Modus umgeschaltet. Der gleich schon rausguckt, so ganz böse, so ganz grummelig. Ja, wenn man natürlich hier in so einer Siedlung komplett wohnt, dann so ein bisschen die Straße hier so ein bisschen eng ist und ein bisschen lauter fährt, dann kann das natürlich passieren. Ja, darf ich reinkommen? Der Weihnachtsmann, komm rein. Hunde hast du nicht? Nee, hab ich nicht. Ja gut, dann komm ich mal rein. Keine Hunde, keine Katzen. Keine Hunde, keine Katzen. Oh, dann kommen wir mal rein. Ich hab schon gemerkt, dass hier gerade so laut ist.
Ja, ich war, ne, der Nachbar übrigens auch. Der hat schon ganz grummelig so gerade geguckt. Ich grüße dich. Hallo, frohes Weihnachtsfest. 2, 1, 2, 3. Oh, ich drücke schon mal los. Hab eins vergessen. Witsch, da ist er wieder. Pack, komm, pack nochmal ein, pack nochmal ein. Bevor ich das Matrat hier hochnehme. So, dann gucken wir uns natürlich das wunderbare Pro-Spacer-System hier mal an. Wie gesagt, einmal in schwarz und natürlich das Wichtigste, oh, die Spurplatten. Jetzt müssen wir mal sehen, ob wir die hier auseinander kriegen. Oh, Alter. Wenn die auseinander kriegen, darfst du die behalten. Was ist unterkantet hier? Alter, warum legen die so rein, ey? Ist doch... Das lieber, wenn du den Stern aus dem Stein kriegst, der da fahrt. So, Schnauze, Alter. Okay, hier, guck mal, ne? Immer schön arbeiten und fleißig sein, ne? Und die beiden Jungs auch hier, ne? Guck mal, schön zugucken. Aber egal. Kriegen wir auch so hin. So, gucken wir mal. Hier, nee, nehmen wir mal. Oh, Alter, jetzt ist schon der zweite Stern, ob wir die nicht auseinander kriegen. Die sind wirklich eng zusammen. Gut, muss ja in den kleinen Karton auch reinpassen, aber. Wenn man die nämlich leicht kantet, kriegt man die echt schlecht auseinander. Wir wollen ja an den frisch lackierten hier auch nicht unbedingt beigehen. Ah, jetzt haben wir es. So geht's ganz leicht. Wackelt nicht, passt ja wunderbar schön in die Aufnahme rein. Upsala. Ja, müssen wir sehen, dass wir die hier wieder... Kommt wohl nicht wieder raus. Die kommt auch nicht wieder raus, ne doch. Ne, die kommt... Was ist denn das für ein... Ey, Video würde ich das oder warten? Die kannst du wegmachen, du brauchst nicht mehr. So. Der Alu-Grinch sieht dann übrigens so aus. Oh. Weiter trinken, schön schmecken. Hat sogar geklappt. Ja, wie wird der Filter gereinigt? Ganz einfach, wie gesagt, um euch natürlich um. Ja, so, dann kommen wir mal, nachdem wir natürlich jeder von euch gesehen hat. So, nachdem wir. Ja, wie gesagt, ein riesen Dankeschön natürlich an Toni von Pipercross, die uns jeden Tag der es hier heute natürlich möglich gemacht hat. In diesem Sinne weiterhin viel total aus. Regiert das? Ja, aber nicht viel. Ja, hatten sie auch gesagt, ne? Ja, hallo meine Enthusiasten! Ja, herzlich willkommen heute zu einem neuen Video wieder mit uns, mit dem Tarek und mit dem Mir und mit dem Mir und mit dem Mir. dann kommen wir nach der Überleitung so, dann sage ich so, Tarek, dann erzähl mal, ne, warum ja. Dein Dashcam unbedingt erforderlich ist. Ne? Oder dann erzähl doch mal, Tarek, erzähl doch mal, wie es dir gegangen ist. Ja. Ne?
warum du froh warst, die Dashcam zu haben. Ja? Oh, dann kannst du natürlich, erzählst du das, ja, so doof ist passiert, dann blendet das Video ein. Gut, wenn du natürlich auch erzählst, das Video halt ein, weißt du, wo der dann halt dagegen fährt und so weiter. Wo natürlich dann wieder viel sagt, oh mein Gott, das ist geil. Und so, nicht? Und so, und dann, wie gesagt, wenn du dann die Schicht erzählt hast, und dann fange ich nämlich an, praktisch, wenn du sagst, ja, die Schaden war jetzt deswegen nicht 3000 Euro durch die Schicht, und Gott sei Dank habe ich die Kamera drin gehabt, keine Ahnung, ne, irgendwie so. Und dann mache ich halt mit der Überleitung weiter, ne, dass ich dann sage so, und, ja, und damit man natürlich auf die Kosten nicht sitzen bleibt, ist es empfehlenswert, natürlich auch eine Dashcam zu verbauen. Ja. Stellen wir euch heute mal vor, das Modell, dann sage ich unter die technischen Daten von dem Teil, was das Ding kann, und dann machen wir ja Einbau fertig. Okay. So, so der Plan. Ja. Ja, das heißt, du hast heute ein bisschen mehr Sprechrolle. Hey, wir können doch, wir haben, also ich habe Zeit. Wir können ja auch erstmal, wenn wir mal Pause, können wir Kaffee trinken oder sonst was. Also ich hab Zeit, ich hoffe du auch. Ja, es geht aber nicht, aber ich wollte ja mit meiner Freundin treffen, aber jetzt Aber ist ja. Geht's nicht? Soll ich mal probieren? Ich muss das Kabel ja dann irgendwie von da aus durch, weil du kommst hier ganz beschissen ran hier oben. So eine kleine Zange bei, warte mal, was ist denn mit der Schnippzange, die du hattest da, diese? Die war von. Von mir, du mal gerade, ich kann es ja mal gucken, ob du. Weil das muss. Jo, Tarek, so, dann erzähl mir hier das Scheiße. So, jo, Tarek, schön. Aber einfach so. Soll ich den mal übernehmen? Das hast du extra weggestellt, das hast du schon. So, ja, komm, so, deswegen, ja. Deswegen so. Ja, der Annie, ja. Nee, ich meine wegen auch wegen Abstand, weil. Weil davor standen richtig, wir beide zusammen und er stand so weit abseits. Ja, klar, nee, das ist richtig, genau. Vielleicht ein bisschen doof. Ja, genau, so, ja. Genau. Ja, hallo meine Enthusiasten! Ja, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video, mein Sch. Die Sonne. Der kleine Tarek möchte aus dem Spielparadies wieder abgeholt werden. Lass ihn wieder runter! So, sind wir schon wieder zum Ende? Oder? Also, warte, bis wir gucken. Ja, jetzt geht los. Also, jetzt läuft ja schon. Läuft ja schon. So, sind wir wieder beim Ende. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Prototypen, die ich da zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ups, Biene. Die ich .de käuflich erhältlich gibt. Ups, schwere Biene. Ja, geh weg. Wie biegt die hier noch? So, meine lieben Enthusiasten, ein Pumper steht guten Tag. So, in Action. Genau, so für den Innenraum haben wir hier für den Fastback auch, weil. Warte mal ganz kurz, stopp. Das ist kacke mit deinem Puschel hier. Das ist kacke mit deinem Puschel. Warte mal, mit dem Puschel, der ist kacke. Aber hier drin haben wir auch keinen Sinn. Möglicherweise können wir den Puschel auch einfach abmachen. So. Dann kann man auch wahrscheinlich viel. Warte mal, wie macht das mich? Einfach wegschieben die Kabel. So, meine Enthusiasten. Ja, hoffe euch hat das Video. Du dämliches Kind! Alter, das ist jetzt natürlich. Mach die Karre aus! Oh, Alter! Ah, nein! Sag mir jetzt nicht, der hat jetzt nicht aufgenommen. Boah, Micha, Alter, mach ich. So, ja, ich hoffe, wir sind doch mal wieder. Bitte, ich stand doch da gerade nicht vernünftig, Micha. So, sind wir mal wieder am Ende. Ich habe auch wieder was zu gewinnen. Was müsst ihr tun? Ein lustigen Kommentar. Das war scheiße. Nochmal. Mein Alter. Kommen wir nochmal zu. Ja, hallo meine Enthusiasten. Ja, herzlich willkommen heute zum neuen Video hier auf meinem Channel. Worum geht's heute? Ach, das stört jetzt nicht, habe ich das Mikrofon hier. Ja, hallo meine Enthusiasten. Ja, herzlich willkommen heute zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Oh Mensch, die Sonne blendet hier noch. Ah, sind wir froh? Hupsila. Nochmal, Haarsbild. Ja, hallo meine Enthusiasten. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Ja. Los ran, Doofi, sauber machen. Okay. Oh, okay.
bitte hin. Ich sehe, der passt ja. Warum bitte? Genau. Wie siehst du überhaupt aus? Na ja, klar, du musst ja nicht machen heute. Na. Ja, hallo meine Enthusiasten. Ja, herzlich willkommen heute wieder zu einem neuen... Mal von vorne an, kann ich nicht gucken. Nein. Ey, du hast gesagt, ich soll mich dann melden. Lars, du weißt es noch nicht, aber du bist der Hauptgewinn. Genau. Na, Lars, macht Spaß? Klar. So. Ja, hallo meine Enthusiasten. Ja, heute... Mensch. Ja, ist gut, der Outtakes. Komm her. Komm her, Steve. Komm her. Mach mal. Komm her. Nee, mach ich. Nein, komm her. Backe, backe, komm her. Komm her. So, wir sind hin. Ja, und auf jeden Fall. Hör auf zu lachen. So, toller Drehtag geht heute zu Ende. Schnippeln wir noch mal kurz mit rein. Wir waren ja heute bei dem Steve hier und haben da heute den Drehtag gemacht. Wie ihr im Hintergrund ja schon seht, Braun Baumdienst. Also solltet ihr einen Baum haben oder der zu schneiden ist oder weg muss, eine Hecke, ein Busch oder was noch? Alles. Alles, alles. Rund um Garten. Wie gesagt, dann könnt ihr beim Braun Baumpflegedienst, Adresse blende ich kurz nochmal mit ein, könnt ihr euch mal melden und euren Baum entsorgen lassen. Auf jeden Fall vielen Dank, Steve, dass wir das hier heute machen durften. Ne? Kein Problem. Ne? Und in diesem Sinne, ciao, ciao. Achso, soll ich jetzt das sagen? Wusste nicht. Achso, gut. Ciao, ciao, reicht. Du hättest ja auch sagen können, ja, wir bitten an. Du sagst das immer, euer Micha, darauf habe ich jetzt gerade gewartet. Der nimmt mal auf. Nimmt mal auf, ja. Schön. Ja, wie gesagt, was bietet ihr halt an? Baumschnitt, Baumfällung, Häckselung, Leichenentsorgung. Super, tolle Werbung. Baumdienst, Braunentstellung, ihr werdet alles los, alles. Und da sind wir auch schon wieder am Ende des Videos und am Ende des Jahres. Ja, es war ein turbulentes Jahr 2020, denke ich mal, für alle. Gerade mit der Corona-Geschichte, für die einen weniger schön. Für uns natürlich alle auch, die ganze Situation sich darauf neu einzustellen. Ist für alle, denke ich, nicht einfach gewesen. Aber hoffen wir, dass das 2021 dort ein bisschen besser wird. Ihr seht natürlich alle schon hier ein bisschen, was ich aufgebaut habe. Dazu komme ich später oder gleich noch. Ja, wie gesagt, ich möchte mich natürlich erstmal bei der gesamten Community, allen Enthusiasten und allen Zuschauern, Abonnenten recht herzlich bedanken für das erfolgreiche Jahr 2020. Sonst wäre ich natürlich nicht da, wo ich jetzt wäre. Das ging natürlich nur, oder geht natürlich nur mit eurer Hilfe und eurer Unterstützung. Natürlich möchte ich allen Freunden, Bekannten für die Unterstützung auch bieten, dass ich natürlich da auch so viele Zeit für verplemper, denn das ist auch echt viel Zeit, die da immer drauf geht. Und natürlich nichtsdestoletzt möchte ich mich bei allen Unterstützern, Firmen, die mich damit Produkten versorgen, wie Blauer Tacho for You, Piper Cross, Toni, viele Grüße gehen raus, Maurice, René, beide von blauertachoforyou.de und ganz an allen anderen Firmen, wie gesagt, die mich da supporten, möchte ich nochmal ein herzliches Dankeschön sagen. Ja, was gibt's heute zu gewinnen? Ich habe heute schon mal eine riesen Produktpalette aufgeblendet und zum Anfang des Videos habe ich euch ja ganz kurz erzählt, worauf ihr achten müsst. Und zwar gibt es heute als Hauptpreis einmal eine Unterbodenbeleuchtung von blauertachoforyou.de. Ob jetzt für den N- oder Fastback oder für ein anderes Auto, spielt ja völlig keine Rolle. Ist ein Universal, auch RGB gesteuert über die App, die ihr damit steuern könnt. Wie gesagt, ein komplettes Set RGB, nicht Ambiente, RGB Unterbodenbeleuchtung. Ja, und dann gibt es nochmal 10 Stück heute, und zwar von der LED-Ambiente-Beleuchtung in verschiedenen Farben, sei es von kaltweiß, warmweiß, neutralweiß, grün, gelb, orange, eisblau oder RGB. Hier sind immer 2 Stück entsprechend drin. Das heißt, ja, für die vorderen Türen oder hinteren Türen oder Armaturenbrett machen wir es so. Es sind insgesamt 10 Sets hier. Ja, und ich mache dann 5 Gewinner A2 Sets, die ich euch dann zukommen lasse. Dann macht es natürlich das Ganze auch Sinn. Nicht? Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Türen machen wollt oder sonstiges, lasse ich, wie gesagt, insgesamt 5 Gewinnern jeweils dann immer 2 komplette Sets hier auch von blauertachoforyou.de zukommen. Was müsst ihr tun, natürlich, um die zu gewinnen? Habe ich euch Anfang ja schon einen kleinen Tipp gegeben. Schreibt einfach unten in den Kommentaren rein, wie viel Weihnachtswichtel ihr in dem gesamten Video dort gesehen habt und
wie ihr auch natürlich gemerkt habt, ja, Langeweile kommt auf, Versprecher, nicht? Das gehört alles zum Alltag von so einem Videodreh dazu. Und wie auch der Steve, der Tarek oder alle, die auch schon in dem Video mitgewirkt haben, Mike, Arjuna, ja, waren ja schon mittlerweile so viele Enthusiasten da, die natürlich da auch ein Lied von singen können. Hoffen wir, dass das Jahr 2021 für alle natürlich besser wird. Nutzt die schöne Zeit in eurer Familie, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit mit eurer Familie, Freunde. Das Wichtigste, bleibt gesund. Ja, das ist in der heutigen Zeit vielleicht gar nicht unbedingt gerade selbstverständlich. Bleibt gesund und wir sehen uns im neuen Jahr gesund und frisch wieder. Ciao, ciao, euer Micha. Bis dann.